Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Zelda: A Link Between Worlds. Im letzten Part haben wir Yuga endlich besiegt beim zweiten Mal. Im vorletzten Part haben wir erfolgreich verkackt. Ja, und ein paar Überraschungen gab es schon und ja, wird zu lang dauern, das irgendwie alles zu erklären. Deswegen könnt ihr den letzten Part gucken, wenn ihr lustig seid. Ansonsten guckt hier einfach weiter. Denn wir wollen Triforce berühren. Berühren. Und ein Wunsch wird uns erfüllt. Was mag denn dieser Wunsch sein? Zelda weiß es. Und Link weiß es auch. Werden wir Lorule zum alten Glanz verhelfen? Tatsächlich, wir werden Lorule wieder aufbauen, so wie es aussieht. Und ich hoffe, ich habe recht. Der Riss ist verschwunden. Okay. Der Pseudo-Link. Der Typi. Oh mein Gott. Es ist ein Triforce. Na, hättest du doch nicht klauen müssen. Danke, Prinzessin Zelda. Danke, Xatos. Ja, bitte sehr, doch immer. Oh man. Jetzt kommt der Abspann, hä? Oh man. Toller Anfang für ein Dingens. Für ein Part. Ich finde es schade, dass es jetzt schon vorbeigehen muss. Wobei die Partanzahl an sich gut sehen lässt, und wir wollen ja auch noch ein bisschen was sammeln hinterher, wenn der Abspann zu Ende ist. Ich muss sagen, das ist ein würdiger Nachfolger, ein wirklich sehr schöner Nachfolger von Zelda: A Link to the Past. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Ich habe auch auf dem privaten Speicher bisschen gezockt, aber halt nicht so weit, dass ich dann ja, Yuga besiegt habe. Da bin ich, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Die Grafik ist echt top. Also ist nicht gewöhnungsbedürftig oder sonstiges, kein 3D oder so. Also im 2D-Stil gehalten. Schön mit Draufansicht, wie man es von alten Zelda-Teilen gewohnt ist. Zumindest Game Boy und Nintendo DS-Teilen. Alles in allem ein sehr schönes Spiel. Man kann einfach nichts dazu sagen, außer die Rezensionen sagen es auch. Bei weitem, also nach langer Zeit, eins der besten Zelda-Spiele, die bisher entwickelt wurden. Ja, für die Handheld-Konsolen natürlich. Und der Abspann sollte gleich zu Ende gehen. Komm schon, ich kann nicht wegdrücken. Verdammt. Naja, dann gucken wir uns einfach weiter den Abspann an und was wohl in den Gemälden noch vor sich gehen mag. Da sehen wir. Ist das die Milchbar? Ja, ne? Das ist die Milchbar. Aber ist die spiegelverkehrt? Die ist spiegelverkehrt irgendwie. Und im nächsten Bild sehen wir, meine Damen und Herren, Kakariko-Dorf mit Hühnern im Hintergrund.
Oder ist... Ah, nee, das ist das Hühnerspiel. Das Hühner-Minispiel unter Kakariko Dorf. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Random Grass. Ah, nee, der Link-Opa. In Kakariko Dorf. Oder ist das der Link-Opa? Ich meine schon, dass das der Link-Opa ist. Schlagt mich, wenn ich Unrecht habe. Mama Mai Mai natürlich, mit fast allen Mai Mais. Und sie freut sich, oh mein Gott, sie freut sich. Wir werden ihr auch die restlichen 10 Mai Mais bringen übrigens. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Ja, mir hat jemand einen Tipp gegeben, also dieser jemand, super Jupa. Ne? Grüße an euch an dieser Stelle. Die haben mir einen Tipp gegeben, dass man etwas Schönes bekommt, wenn man ihr alle Maimais bringt. Und ich habe natürlich nicht gegoogelt, was es ist, was die uns gibt. Ich sehe es ja dann, wenn es soweit ist. So kann ich mich denn gleich bewegen, mal ein bisschen. Aha. Es geht noch ein bisschen weiter. Ach was. Das Masterschwert. Komm, behalt's. Ist doch so ein schönes Prachtstück. Das darfst du nicht einfach wieder in den Stein. Naja. Link muss ja wissen, was er tut. Aber wir behalten das Schwert ja trotzdem, denke ich. So hoffe ich doch. Ende. Ende Gelände. So. Geil. Das Finale war echt gut. Rubine. Insgesamt, wie viele Rubine haben wir denn insgesamt gesammelt? 16.000. Game Over Anzahl 2. Das glaubst du doch selber nicht. Im Heldenmodus sind die Gegner stärker. Starte mit einer neuen Speicherdatei, um ihn auszuwählen. Der Heldenmodus. Kacke. Ja, ihr seht, ich habe hier unten ein bisschen weitergespielt. Hier, das war von meinem Bruder, der hat das mal ein bisschen angezockt. Jetzt noch den Heldenmodus zu starten, würde irgendwie keinen Sinn machen. Oder will ich überhaupt den Heldenmodus spielen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache es nicht. So, wir haben ja Yuga besiegt, einmal offiziell, das heißt, ich spaziere jetzt Maimais suchen. Oben auf dem Berg ist einer. Verschwinde! So, ja, ich suche jetzt mal Maimais und dann will ich doch glatt gucken, was Mama Mai Mai mir dann für ein Geschenk machen möchte. Zuerst gehe ich hier rein. In der normale Welt. Und dann... wo will ich denn hin dann? Zu Magieshop oder Ostpalast? Ostpalast. Im Ostpalast. Sind die Mai Mais, die in der Schattenwelt sind. So. Aber zuerst mal gucken. Halt. Wie sieht es denn hier Maimai-mäßig aus? Null. Okay, ansonsten sind in dieser Welt 4 Stück. Moment, ich weiß was. Ich möchte zur Kirche. Zur Kirche? Was zum. Zur Kirche. Ich will mal kurz zur Kirche. Denn unten beim Schloss gibt es ein Maimai und ich meine zu wissen, wie man es bekommt.
Ich meine zu wissen, wie man es bekommt. Erstmal dahin kommen, ne? Unbeschadet. Hier lauern ja immer noch Gegner auf uns, auch wenn, auch wenn wir Yuga besiegt haben. So, hier ist es, im Baum. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Super Yupa für diesen Tipp. Und ja, mir noch einen Tipp gegeben, wo der nächste Mai Mai ist, im Kakariko-Dorf. Da brauche ich tatsächlich einen Huhn. Ich habe es irgendwann mal vermutet. Da hatte ich einen Huhn in der Hand. Und ich kam dann einfach nicht weiter, hab's dann einfach weggeschmissen und bin weggelaufen. So, Huhn? Wo bist du, Huhn? Dich nehme ich mal mit. Und dann muss ich, glaube ich, von hier unten dahin fliegen. Genau. Und Stein weg. Hi, Mai Mai. Schön, dich wiederzusehen. Okay, die zwei schwersten bleiben noch übrig auf dem Berg und im Wüstentempel. Ja, ja. Komm, nimm mich einfach mit. So, irgendwo hier ist ein Mai Mai. Ich muss jetzt ganz genau hinhören. Entschuldigung. Aber das wird echt schwierig zu finden, glaube ich. Ich muss einfach hinhören, wo der denn sein könnte. So, die Rubine da lasse ich mal Rubine sein. Ja, okay. Die lasse ich da mal sein. Und ich höre zum Verrecken nichts. Ich höre einfach nichts. So, ich hole mir mal meinen Sandstab. Sandstab auf X und... Ach, Licht, den Lichtbogen haben wir nicht mehr. Naja, wir haben ja auch gar nicht gespeichert. Was ist das denn? Systemneustart, willst du mich verarschen? Frag mich später nochmal. Verdammt. Das Teil hat mir jetzt meine Aufnahme ruiniert. Nose. Und dann nehme ich mir noch einen Bumerang mit rein. Ja, ja. So, wo ist es denn? Ich höre nichts. Ich höre hier keine Maimais schreien. Und auch sonst habe ich überhaupt keine Ahnung. Vielleicht hier irgendwo im Sand? Verschwinde. Sie müssen irgendwo in... Das muss irgendwo in der Wand sein. Irgendwo in der Wand. Komm, nerv nicht. Ich laufe hier einfach mal rum. Da ist es definitiv nicht wahrscheinlich. Scheiße. Ja, ne? Und sonst? Wie geht's so? Alles fit im Schritt? Bei mir schon so ein bisschen. Ich hab keine Ahnung. Gib mir einen Tipp, wo der hier ist. Ich hab echt keinen Bock zu suchen. Und das bleibt permanent. Bleibt das jetzt permanent so stehen, bis wir die Map verlassen? Komisch. Ja. Ne? Kein Plan. Ich guck nochmal, in diesen Portalen nochmal. Vielleicht erschließt sich ja da irgendwas mal, irgendwann oder so. Kurz mal die Schattenwelt spazieren.
FVTL wird sich da irgendwas erschließen. Entschließen wollte ich schon sagen. Hier fehlt uns auch noch einer. Habe ich ihn nicht gerade gehört? Oder höre ich Gespenst? Ich höre immer wieder Gespenster. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. So, Mai Mai. Es ist immer nur einer, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, nein. Oh, scheiße. Ich Noob. Ich bin ein Noob. Autsch. Das Gebiet ist hier gar nicht so groß, aber trotzdem finde ich diese Scheiße nicht. Diesen kleinen, verdammten Scheiße finde ich einfach nicht. Der kann doch nicht hier im... Der kann doch nicht da im Sand sein. Oder doch? Oder ist er irgendwo hier oben? Kann aber auch nicht sein. Leute, ich habe echt keine Ahnung. Entweder bin ich blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Aha, aha, aha. Ja, was machen wir da? Suche ich weiter wie verrückt oder lasse ich es erstmal? Oder ist er vielleicht hier irgendwo? Halt's Maul. Ich brauche mal Bomben ganz kurz. Vielleicht ist ja das Rätsels Lösung irgendwann mal oder so. Vielleicht. Okay, da ist nichts. Hallo, ich höre dich. Du bist irgendwo drunter. Bist du hier irgendwo drunter? Oh mein Gott. Oh mein Gott, tatsächlich. Sehr schön. So, wir haben hier... Also, wir brauchen hier noch 5 Maimais. Ach, verschwinde doch. Oh Gott. Komm, ich verpiesel mich, ich verpiesel mich zu... Zum Schildkrötenfelsen. Oder? Verpiesel mich jetzt zu Schildkrötenfelsen? Ja. Schildkrötenfelsen. Da fehlt uns ein Mai Mai. So wie es aussieht, ja. Sind das wohl die schwersten Mai Mais, die wir suchen müssen? Verdammt. Wieso tust du mir das an, Spiel? Wieso tust du das? Hast du denn kein Erbarmen? Hast du denn gar kein Herz für Tiere? Ich bin doch auch nur ein Tier. So, ich kann hier lang. Bringt mir nur das was. Nur das was. Deutsch und so. Nur das was. Scheinbar ja nicht so. Hat wohl keine Lust, mir irgendwas zu bringen. Und ansonsten, hier hinter ist auch nichts. Schade, schade, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Verschwinde. Hier war auch nichts, denke ich. Behaupte ich jetzt einfach. Ja, nee, da war auch nichts. Aber hier ein paar Gegner kaputt machen, kaputt kloppen. Und Herzen sammeln. Ja, ansonsten so viel Möglichkeiten bleibt uns nicht mehr, außer im Wasser zu suchen und da oben eventuell auch nochmal. Ansonsten, wenn ich jetzt keine Gespenster mehr höre, dann weiß ich, dass hier nichts mehr sein sollte.
Ich kann aber, so wie es aussieht. So wie es aussieht, da oben irgendwie lang. Fragt mich nicht wie. Fragt mich bitte nicht, wie ich das kann. Wie ich dahin kann. Also hier oben. Was passiert, wenn ich da eine Bombe lege? Nichts. Habe ich es jetzt vermasselt oder so? Eventuell? Da kann ich ja nicht mehr hin. Oh Mann, Leute. Das ist echt zum Verzweifeln hier alles. Was fehlt uns denn hier noch? Hier fehlt uns nichts. Ach, ich weiß, warum ich die ganze Zeit Maimais gehört habe. Wenn man auf das Maimais-Symbol geht, dann hört man. Hört man dieses Piep-Piep? Och, ernsthaft. Das ist das. Das muss doch nicht sein. Ich meine, hallo? Ich hab schon genug Paranoia und dann kommt. Dann kommt sowas. Das Spiel ist echt gnadenlos. So, No plan und so. Das heißt, ich gehe jetzt einfach wieder dahin, wo ich hergekommen bin. Und zwar hier lang. Und da rein. So, ich denke mal, wenn ich diesen Maimai gefunden habe, dann werde ich den Part beenden. Vorausgesetzt, ich finde ihn auf die Schnelle. So, nur mal gucken. Ansonsten, wenn ich ihn nicht finde, in wie vielen Minuten ich ihn nicht finde, ja, keine Ahnung. Moment, er könnte ja auch hinter einer dieser Säulen verstecken. Kann das sein? Ja, hier unter der Brücke einen zu verstecken wäre natürlich echt mies. Da erstmal hinzukommen, ne? Dann random irgendwas abtauchen. Ist auch nicht so das Wahre. Es geht ja hier noch weiter. Aber da waren wir ja schon. Oder war ich hier schon? Verschwinde und eine Biene. Biene mal, ja. Unter einem dieser Grasbüschel ist er nicht. Moment. Kann ich. Nee, kann ich nicht. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Kann ich hier eine Bombe legen vielleicht? Alles mal probieren. Probieren geht über studieren. Kann ich hier eine Bombe legen? Nö. So wie es aussieht, ja nicht. Schön. Dann gehe ich nochmal da oben gucken. Jeden Grashalm hier umkrempeln. Oh man, das ist echt Arbeit. Oh mein Gott, Arbeit. Ich gehe mal hier lang. Und gibt es irgendwas Bombenmäßiges? Nee. Schön. Dann können wir das schon mal ausschließen. Und spazieren hier lang. Ja. Maimai. Hi. Maimai. It's nice to meet you. So, uns fehlen hier nur noch 4 Stück. Wie viele haben wir denn überhaupt insgesamt? Das sieht man, glaube ich, nicht. Sieht man nicht, oder? Moment, Start. Na, Status, halt. Da war es doch. Status. Wir haben 94 Maimais. Hätte ich mir denken können. Uns fehlen noch 6 Stück.
Und die werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge sammeln. Ja, wir werden die auf jeden Fall in der nächsten Folge sammeln. Bis dahin auf jeden Fall schon mal schönen Tag, schönen Abend oder schönen guten Morgen oder eben gute Nacht. Wann auch immer ihr diese Folge schaut. Ich wünsche euch einen schönen, ja, wie gesagt, ne? Wisst ihr Bescheid? Bis dann und tschüss.